Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Arg mit Voucher, mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir stehen vor der Höhle, es ist mittlerweile Nacht, spielt aber keine Rolle. Da drin ist es sowieso dunkel. Wir werden jetzt ganz gemütlich mit dem Paulaner durch die Höhle gehen. Ich habe nämlich überlegt, tatsächlich, wir sollten den Paulaner nehmen. Mit dem sehen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr und kommen besser durch. Und er ist ja eins der stärksten Tiere, die wir haben. Ich gebe ihm noch ein bisschen Fleisch rüber. Beziehungsweise, der müsste ja eigentlich dieses hier kriegen, ne? Ich gebe ihm trotzdem mal, dann kann das schon mal nachspoilen. So, und dann machen wir jetzt gemütlich die Höhle und der Deal des Tages sieht einfach so aus, dass wir... Wieso hast du schon Gesundheit verloren, Digga? Ausdauer gebe ich ihm ein bisschen. Einmal auf Gewicht, falls ich irgendwie was farmen will drin und natürlich Damage. Wahnsinn, das Tier. Genau, Deal des Tages. Wir gehen jetzt die Höhle machen. Wenn wir fertig sind, bringen wir alle Tiere nach Hause. Und dann kommt der große Umzug. Da machen wir einen Teil heute in der Folge, wenn es uns zeitlich reicht. Den Rest mache ich offscreen, dass wir alles in der Werkstatt haben. Wir brauchen noch einen Außenbereich in der Werkstatt für unsere Farmtiere. Und oben die Decke muss unbedingt rein, weil ich will diese Dunkelkammer einrichten mit den Aquarien und Terrarien. Da habe ich voll Bock drauf. Ich bin sehr gespannt. So, ihr zwei bleibt hier, passt einander auf. Ich sollte mal gucken. Sag mal, was ich jetzt gar nicht weiß, haben wir unseren mitgenommen? Weil hier noch ein Glowtail ist oder habe ich nochmal einen gezähmt? Ah, aber bis ich raus bin, ist er wieder wach. Alles gut, alles gut. Es tut mir leid, ich habe vergessen, dass du die Krankheit kriegst dann. Dann pass auf, den da nehme ich aber jetzt mit, sonst sehen wir ja nichts da drin, ne? Pass mal, wie muss ich den einstellen? Bei voller Ladung aktivieren. Verliert der Ladung? Der verliert Ladung, gell? Ist der schon aktiviert? Bei voller Ladung. So, wenn er jetzt vollgeladen ist, aktiviert er sich automatisch, denke ich mal. Ach du je, ja, tatsächlich. Wie lange braucht denn das Tier, bis es aufgeladen ist? Lass mich mal kurz gucken. Guck mal, wie er auch blinkt, ne? Ja, schön. Da müssen wir gleich mal schauen, ob uns das Licht reicht. Jetzt ist. Und er hat sich automatisch aktiviert. Ja! Komm, er geht los. Ich bin jetzt sehr neugierig. Ich habe die zwei Dinger hier drauf. Es kann nämlich gut sein. Max Dino Wild Level erkannt. Irgendwo muss dann Max Dino sein, ne? Komm her, wir gehen jetzt da durch. La, ach, ist das schön. Guck mal, wie das Schwänzle hier funkelt und glüht. Wie Glühwürmle. Jetzt sind wir mal gespannt, wie unser Paulaner gegen die Megalanias hier angeht. Und wenn man zurück, ich freue mich jetzt wirklich drauf, weil ich habe nämlich eine super Idee, wie wir den oberen Turmbereich machen mit den Aquarien. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Da bin ich mal gespannt. So Blümchen und so brauchen wir jetzt eigentlich keine. Hier ist wieder einer. Jetzt gucken wir mal, was der Paulaner so macht. Ich glaube, dass der weiße Schaden, kann das sein, weil die da auch eine Krankheit raushauen? Sind dieselben wie letztes Mal, ne? War das cool, diese Nachspawn? So, das haben wir schon mal erledigt. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Megalania-Gift. Aha. Gut, das räume ich jetzt raus, was ich nicht brauche. Die Steinschleuder, ich weiß auch nicht, die können wir ja behalten, die Sachen, die normalen. Hast du gut gemacht. Bist gar nicht schlecht unterwegs, mein Freund. Wir müssen nur gucken, die kommen nämlich teilweise von oben runtergeschossen. Ne? Ich überlege gerade, ob wir uns noch ein, zwei Glowtail besorgen sollten, weil... Die habe ich natürlich vor zu integrieren. Oh, das wird richtig cool da hinten. Das sind immer so Momente, wo du genau weißt, hey, wenn du das jetzt einmal gesehen hast, dann wirst du diesen Entdeckermoment nie wieder haben. Nicht in dieser Höhle. Was ja eigentlich ziemlich scharf ist. Wow. Das ist ja mal eine absolut coole Location. Lass mich aber alles ablaufen. Nicht, dass ich dann irgendwo was vergesse oder so. Da hinten hat so Leuchtepilze. Hier weiß ich nicht, ob ich da mit dem Alterle durch kann. Blöd wäre es natürlich, wenn jetzt hier irgendwas Hallo sagt, ne? Es kann schon sein, dass ich hier so durch muss, oder? Was liegt denn da hinten? Sah kurz so aus, ne? Ne, ne, hier ist fertig, hier komme ich nicht weiter. Hätte ja sein können, dass es das so ein Geheimdurchgang ist oder irgendwas. Alter, es ist mal cool, einfach sowas auch wieder zu entdecken. Und schön, dass wir mit dem Paulaner unterwegs sind. Du musst wieder hinstehen. So, weiter geht's. Dann gehen wir mal die Rampe da hinten runter. Liegt da was? Da liegt was. Das weiß ich natürlich nicht. Ist das Struktur oder. Ja, ist von der Struktur einfach. Die liegen überall hier rum, die Brocken. So, weiter geht's. Schön ausgeleuchtet ist es mit dem Glowtail, oder? Und die Fackel rauscht nicht so. Hier ist auch wieder sowas wie ein Zwischenraum.
Da liegt Erz drin. Da sind nur Erze drin. Hier ist wieder einer. Keine High-Level-Warnung im Moment. Die habe ich auch noch nie gesehen, fällt mir gerade so auf. Vielleicht holen wir uns irgendwann auch mal sowas. Wenn wir mal unten am Fluss unser Dings aufbauen. Der scheint da ein bisschen mehr drauf zu haben. Oder? 95, ja, die leben eine Weile, ne? Aber Paulaner macht es natürlich. Ah, da hinten sehe ich das Artefakt. Schön, die kommen auch, weil die leuchten halt. Ich will praktisch oben im Turm einen dunklen Raum haben. Nach Möglichkeit dunkel. Da hat es ganz viele Schnecken. Weißt du was, da gehen wir demnächst mit dem Gemüsekuchen durch. 145er, 90er. Hier, guck mal, 55er Mehl mit leicht rosanen Flecken. Den nehme ich mit, oder, wenn ich noch Pilze habe. Ja, den nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, Leute. Dann haben wir da schon mal welche. Guck mal her, ich darf jetzt bloß die Schnecke nicht erschrecken. Die Schnecke nicht erschrecke. Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Alderle. Da hinten ist eine Spinne. Welches Level hatten die? Nee, ist ein Ölbug. Ist ein Ölbug. Ich sehe keine Megalanias. Hallo. Ich habe mir jetzt aufgeladen um 500, gell? Was hast denn du gerade geholt? Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Guck mal. Den habe ich mal überhaupt nicht gesehen. Wow. Die Schnecken hole ich uns die Tage, Leute. Brauchen wir nur ein bisschen Gemüsekuchen. Wir haben ja mittlerweile alles, ne? Komm her, du müsstest jetzt schon fertig sein. Habe ich ihn jetzt echt eins genannt? Halt, komm zurück. Bist auch ein Hübscher. Das wird ein wunderschöner Raum oben im Turm. Ihr wisst ja, die Grundfläche vom Turm, die wird natürlich oben dann auch sein entsprechend. Da werden wir richtig, richtig schön uns eine kleine, so im Aberration-Style. Ach, guck an, ja, die Schnecke, die lässt natürlich hier jetzt. Ei, das sammle ich doch gleich ein. Dann kann ich die Biber in Ruhe lassen. Ist zwar nur Eipaste, die holen wir uns auf jeden Fall. Ey, was hat's mit dem Drache hier auf sich? Und das Artefakt ist ja mal nur schön, oder? Und er zeigt mit der Hand drauf. Auch so blau leuchtende Punkte hier zwischendrin. Das ist ja mal absolut göttlich. Guck mal. Und den Handflächen hat er auch so Blumen. Schön ist es gemacht. Krasse Geschichte. Kann man den Diamant holen? Ich habe nämlich jetzt nichts dabei, um da hochzukommen. Wir haben das Artefakt. Ja, wie cool. Komm, wir gucken noch weiter. Oh, wie er jetzt hier ausgeleuchtet ist durch das Dings vom Drache hier. Das wäre eine Farbe für dich gewesen, Paulaner, oder? Mut zur Farbe. So, wenn wir jetzt noch so Glowtail finden, nehme ich das auch noch mit. Vielleicht sollten wir aber tatsächlich Abstriche machen und nur noch die ganz schönen mitnehmen. Wobei die ja alle sehr niedlich sind. Ist jetzt auch nicht überladen mit Feinden hier. Das ging jetzt da, die 4, 5 Stück, die wir insgesamt hier hatten. Schön gemacht. Gar keine Frage. Absolut traumhaft. Wobei ich mir schon eine Höhle gewünscht hätte, wo ein bisschen Action drin ist. Was ist so eine, wo man sich freikämpfen muss? Das war immer ein super Feeling, wenn wir die gemacht haben. Guck dir das an. Es ist einfach ein Träumle. Es ist einfach schön. Auch die Farben und alles, ne? Was es insgesamt hier alles zu entdecken gibt, weiß ich natürlich nicht. Ob da noch irgendwas ist. Material hat es drauf. Ich muss nur gucken, dass ich genug Sauerstoff habe. Ne? Wir sind nicht mehr auf Genesis. Hey, es hat auf jeden Fall jede Menge Metallzeugs hier, ne? Die Leuchtepilze sind ja mal krass. Kann ich mal kurz gucken. Vielleicht kriege ich ja hier auch. Ne, hätte ich gar nicht draußen. Ne, da kriegst du Fasern bei denen. Du kriegst Fasern. Da will man wahrscheinlich nicht durchkommen, oder? Du kannst halt nicht springen, aber du kletterst doch normalerweise so gut. Was ist das da hinten? Auch wieder so ein Ölbug? Ja. Okay, hier nochmal ganz kurz untertauchen. Dass man nicht irgendwo einen geheimen Eingang oder sowas. Da müsste ich aber fast mit der Taucherflasche dann herkommen, ne? Man weiß ja nie, wie weit es reingeht. Dann, aber da ist nichts. Das hier ist auch richtig scharf, finde ich.
So dieser Unterwasserbereich, der Moment hier. Ein Haufen Erzsatz hier, oder? Coole Geschichte. Geht es da hinten noch weiter? Nee, da ist vorbei. Schön. Ich glaube, das ist ja richtig toll gemacht hier. Jetzt gehen wir noch da vorne ums Eck rumschielen. Das habe ich mir so heute vorgestellt. Deswegen habe ich es gestern nicht noch reingedrückt. Dass man sich hier wirklich Zeit lassen kann. Hier waren wir gerade. Da müssen wir da vorne noch rüber. Drei Schnecken, zwei Schnecken waren es, oder? Ich muss mal gucken, dass ich entsprechend genug Gemüsekuchen dann auch mitnehme. Wir hoffen natürlich, dass die dann auch noch da sind, wenn ich die holen komme. Sollten wir vielleicht sogar die Tage mal machen. Weil wir werden vorne in der Strohhütte ja jetzt viel Platz haben, weil die Werkstätten wegkommen. Da werden wir dann natürlich die Schnecken noch mit integrieren. Clotel, du bist schon noch erleuchtet, gell? Ich kann ja mal die Fackel kurz dazu nehmen für einen Moment. Aber so viel mehr macht es jetzt auch nicht. Guck mal, ich glaube, da unten ist so ein Pilz. Ne, ist ein Megalania. Zwei Stück sind's. Und der eine davon muss High Level sein. Bei 140 schlägt es, glaube ich, schon an, gell? Was mich jetzt aber interessiert ist, machen die mir überhaupt was, wenn ich hier einfach nur rumlaufe? Scheinbar nicht, ne? Die bockt das nicht so sehr. Da kommt noch was. Da hinten, ich muss überall gucken. Ich muss überall jetzt gucken. Wir sind auf Erkundungstour. Sind das schwarze Perlen? Auf jeden Fall ist Wasser drin. Aber da muss ich gucken, weil ich glaube, dass ich die Megalanias pull, wenn ich runter sitze. Ne? Ist das der Wahnsinn? Die sammeln wir ein, egal ob es weiße oder schwarze sind. Ich brauche eh mal jede Menge davon. Man sieht aber fast das Wasser hier drin nicht. Ne? Weil ich glaube, ich bin hier im Moment gerade frei unterwegs. Können wir gucken. Siliziumperlen sind es. Zum Moment dachte ich, das wäre was anderes. Nehmen wir alle mit, oder? Drüben die nehme ich auch noch mit. Naja, können wir brauchen. Wir haben eh noch einiges aufzubauen damit. Da zwischen den Seerosen, die zwar jetzt ein bisschen von der Struktur hässlich sind, aber egal. Absolut göttlich, toll. Macht saumäßig Laune, das Ding hier zu entdecken. Das Skelett, auf das freue ich mich jetzt gleich. Paulana, wie komme ich jetzt wieder zu dir? Probier mal so. Nochmal, hüpf. Ne, der muss da hinten die Treppe nehmen. Ich wollte nur nicht so nah an die Megalanias ran, da oben. Schöne Geschichte. Wie viele Perlen hat uns das jetzt gebracht? Ah, haben wir wieder einen Vorteil, haben wir wieder einen Vorrat für eine Weile. So, jetzt gucken wir uns das Skelett an. Skeletor, Skeletor, ich komme dich zu entdecken, aber da hinten muss ich noch kurz reinschielen. Nicht, dass da auch noch was ist. Wir hatten jetzt das Level abbekommen, der Alter. Oh, das ist sehr gut. Bei 89 kriegen wir nämlich unseren großen Kochtopf. Weiter geht's. Das scheint das Skelett zu sein von einem, so wie der Drache da oben aussieht. Ja, hundertprozentig, guck mal. Wenn du runterkommen würdest jetzt, dann könnte ich mich wieder aufladen. My friend. Landest du mal eben kurz? Schön, oder? So einen hätte ich ja auch gerne in der Base. Aber die kriegst du wahrscheinlich nur über eine Mod. Stell ich mir mal so vor. Ja gut, ich weiß nicht, ob der jetzt landen will gerade. Sieht nicht aus, als ob er riesen Bock hätte. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal. Boah, ins Auge, wie fies. Aha. Mein Kumpel. Ich danke dir. Und sauer. Was ist hier? Das sind die Wings vom Drache. Wahnsinn. Wahnsinn. Gott, ich stehe auf sowas. Könnten sie viel, viel mehr drin haben von mir aus. Ich glaube, das war's, oder? Hätte es sein können, dass wir noch so ein Loot Crate hier finden oder sowas. Da hinten ist noch eine Motte. Ein Möttchen, Karöttchen, welches Level hast du? Spatzel 40, 20? 20 ist nicht zu viel. Ne, ich glaube, das war's, meine Lieben. Hier auch wieder an der Stelle der Hinweis.
Falls es hier noch Geheimgänge gibt, die ich jetzt übersehen habe oder sowas, gerne in die Kommis reinschreiben. Könnt mir vorstellen, dass das nicht nur mich interessiert. Ansonsten jumpen wir jetzt wieder nach oben. Gut, die Glowtails haben wir rausgeholt. Ich nehme an, dass da irgendwann Respawn sein wird. Dann werden wir neue finden. Schöne Geschichte. Dann können wir jetzt heimgehen, ein bisschen was arbeiten, damit wir baldmöglichst die Werkstätten ordentlich beziehen, dass ich da nicht immer hin und her rennen muss. Das wäre mir jetzt schon wichtig. Schönes Gewölbe, oder? Ist absoluter Hammer. Da hinten ist eigentlich nichts. Die sind friedlich hier drin. Die haben keinen Bock. Au, weißt du was? Ich nehme gleich nochmal ein zweites mit, weil irgendwie schadet es bestimmt nicht. Kann ich nur, ich glaube, ich kann immer nur eins tragen oder sowas war doch das, ne? Oh, das geht nicht. Muss ich die einzeln dann nacheinander holen? Jupp. Wieso kann ich das nicht rüberräumen? Das wusste ich gar nicht mehr. Er muss ich halt nochmal rein. Ist ja jetzt kein Eck, ne? Weil eins stelle ich auf und eins brauchst du ja normalerweise irgendwann zum Beschwören. Hallo. Ich hole euch demnächst eure. Ich weiß jetzt insgesamt, glaube ich, vier Plätze von Schnecken, wo ich geschwind hin kann. Da war nochmal ein Brocken gelegen, aber ist jetzt egal. Vier Schneckchen. Das wäre doch ein Anfang. So, jetzt nochmal Augen auf, ob nochmal was nachgespawnt ist. Ansonsten gehen wir erstmal heim. Jetzt haben wir drei Glowtails. Vier will ich gerne. Vier bräuchten wir. Dum, dum, di, lum, dum, dum. Schöne Höhle. Sehr interessanter Platz. Vorne ist nochmal so eine Motte gewesen, gell? Da können wir auch unser Möttchen wahrscheinlich in den Raum stellen, den ich davor habe zu bauen. Nee, das ist mein Drache, der hier schon durchleuchtet. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, also weniger Action, aber absolut mystisch. Ziemlich gut gemacht, gefällt mir. Wie viel Uhr haben wir? 6:22 Uhr. Ja, perfekt. Dann sehen wir auch, was wir daheim sind. Wer bist du eigentlich, Schildi? Aber hier in der Nähe gibt es keine dieser Pilze, ne? Also die muss ich dann schon woanders holen, wenn ich nochmal herkomme. Lass mich mal ganz kurz da hinten noch kurz hinlaufen. Vielleicht wird ja die Entdeckungsrunde am Ende doch länger als gedacht. Weil hier sind ja auch noch Ruinen. Eine Drachenhöhle. Eine größere gewesen. Träumle. Aber okay. Doch, da ist auch nochmal ein Eingang. Komm, wir gucken mal kurz rein. Ob da was zu sehen wäre. Okay. Jetzt auch wieder Erz. Erz, Erz, Erz. Ah, jetzt sind wir praktisch über dem Bereich von eben, ne? Hier kann man runterschauen, ja. Ich nehme einfach an, dass das einfach so eine Hochebene von dem ganzen Ding ist. Hier ist nochmal einer. Den nehmen wir mit, egal welches Level, ungesehen gekauft. 25er für meine Sammlung dann oben, ne? Ja, komm, bevor die Pilze. Oh, der ist aber auch ein hübscher. Guck mal. Dann haben wir vier. Jede Himmelsrichtung im Turm kriegt einen. Ja, du bist ein hübscher. Aber sicher bist du ein hübscher, so ein hübscher. Schön, das blaue Leuchten. Oh, vielleicht zähme ich mir da. Wir könnten ja einen rauszüchten. Wir suchen die schönste Farbkombo zusammen und machen uns ein Babyle davon. So. Dann hat es sich gelohnt, dass ich hier reingestiert habe. Super. Aber lassen wir mal schauen, da hinten geht es doch auch noch ein Stückchen weiter. So, lass mich mal hier noch ums Eck linsen. Hier wird man dann abstürzen, dann kämen wir dann in den anderen Bereich. Und hier über die Dinger laufen, das ist eher bei dem Glitchverhalten von den Männern nicht so ideal. Da vorne ist dann eh Schluss. Ich muss aber mal kurz was gucken. Ne, da komme ich so einfach nicht hoch. Ich nehme auch nicht an, dass sie da extra deswegen das hingebaut haben, dass man da hoch soll. Ich bin aber oben, ne? Fackel kurz raus. Kann auch sein, wenn du jetzt Pech hast, glitscht man hier runter, ne? Alles klar. Meine Lieben, ich bin, was den Entdeckerdrang angeht, zufrieden. Wir können raus. Glowtail-Ei. Wie süß. Wie süß ist das denn bitte? Ein Mini-Eichen. Nehmen alle mit. Wir lassen nichts liegen.
Wir lassen nichts liegen. Schöne Geschichte. Gott hat das jetzt Laune gemacht. Und vor allem hat es mich innerlich so ganz kleines bisschen beruhigt irgendwie. Ist absolut schön, das hier zu sehen. So. Freunde der Nacht, lass uns mal noch. Ne, das war's, gell? Ja. Geh mal raus. Ach, jetzt bin ich hier? Jetzt habe ich praktisch dahin, bin ich jetzt abgebogen, oder was? Ist ja auch witzig. Okay, ich verstehe. So, meine Lieben, komm, wir gehen nach Hause. Wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir unsere 4 Glowtail, ne? Die werde ich natürlich gleich im Turm bunkern. Die werden erstmal im Bereich der... im Zuchtbereich werde ich die wahrscheinlich hinbauen. So, jetzt mache ich erstmal hier ein komplettes U. Dann würde ich dich, mein Freund, hier hinschmeißen. Ja. Auch ein komplettes U. Dann nehme ich dich auf. Das habe ich der Häufle genommen, gell? Schön, dass du aufgewacht bist wieder, Süßer. So, meine Lieben. Einmal abgesahnt, was da war. Hast du jetzt seinen Schwanz? Ich dachte gerade. Wir teleportieren uns Central. Und der Teleporter sitzt. Jetzt haben wir bis auf den Norden überall Teleporter. Sogar mehr, als ich eigentlich ursprünglich selbst. Willkommen zu Hause. Jetzt muss ich natürlich erstmal meine Viecher dann wieder wegbringen. Da würde ich sagen, der Paulaner... Das müssen wir eh noch umbauen hier, ne, dass die Tiere dann da drin glitschen. Der Paulaner, der geht schon mal direkt mit. Mit dem Spin. Wir sind zurück. So. Ja, Paulaner, ich hole dich gleich im Eckel ab. Dann mit 3 Spinos. Einer schöner als der andere. Habt ihr gemerkt, den letzten... Polterer macht er immer beim, nach dem Absitzen. Ne? Kannst du unter den Spinos durchlaufen? Nee, ne? Haben wir das nicht letztens schon mal probiert? So, der Paulaner erzählt der Skorpion-Truppe. Ich werde mir wahrscheinlich übrigens... Sind es weniger geworden, Leute? Paul? Paulinchen? Paulina? Paulaner? Die haben aber doch Futter und alles, oder? Hier Nahrung. Ist alles gut. Ich habe das Gefühl. Nee, nee, die sind gut ernährt. Also da liegt schon mal nicht dran. Was kann sein, dass noch irgendwo einer rum. Paulaner, Paulina, Paulinchen und Paul. Also da gerne ein Hinweis, wenn ihr noch wisst, wie viele das insgesamt waren. Ich habe das Gefühl, da fehlt einer. Oder zwei. Wenn, dann wäre er unten. Jetzt muss ich gucken kurz. Kann ich natürlich jetzt nicht so lassen. Wieso? Wer soll fehlen? Paulaner war der letzte, den wir geholt haben, gell? Nee. Ich glaube, das sind schon alle, die wir hatten. Ich dachte, wir haben mehr. Kann natürlich aber auch sein, dass ich mich da jetzt täusche. Nee, nee. Wieso sollten die auch weg sein? Paulaner? Paul ist da. Die zwei hoch. Ein hoher fehlt, Leute. Ein hoher fehlt. Paula fehlt, ne? Ja, Paula fehlt. Die Frage ist nur... Gut, die wird auftauchen. Die wird auftauchen, schätze ich jetzt mal. Oder ist sie irgendwo... Haben wir die irgendwo anders abgestellt? Paula fehlt, der zweithöchste Skorpion, den ich hatte. Ne? Kann auch sein, dass sie drüben ist. Wir werden sie finden auf jeden Fall. Wenn nicht, machen wir die gleiche Aktion wie schon mal. Wir gehen einfach davon aus, dass sie vielleicht hier runtergeglitscht ist. Und dann hole ich dieses eine Ding wieder ran. Ja. Wer von euch hat denn da jetzt gerade ein Ei? Ja, ich glaube, ich habe mit der letzten irgendwas gemacht. Lass mich mal kurz so absteigen, dass ich das Ei mir schnapp. So, meine Lieben, das haben wir schon mal erledigt. Jetzt gehen wir nochmal zurück, die anderen Tiere versorgen. Die baue ich ab. Showcase-Zeit ist vorbei. Wir wissen, was wir wollen. Ich werde wahrscheinlich die Decke reinziehen auf morgen, dass ich euch morgen hier reinhole und wir die Decke haben. Alter, dann brauchen wir aber hier noch einen Haufen Zeugs. Ne? Wo ist denn der Skorpion? Das ging das hier eigentlich nicht an dem Ding. Aufheben, umbenennen, Inventar, Settings. Find Dino. No Dino with an awesome... Ach, ich habe die Tracker noch nicht installiert. Ich verstehe. Ich verstehe. Tracker sind sie mal wieder. Da steht sie. Haben wir sie doch schon.
Junge, Junge, da hast du so viel Tiere und trotzdem ist da jedes einzelne ans Herz gewachsen und man macht sich sofort ewig Gedanken, was ist da passiert, was habe ich wieder falsch gemacht? Ich bringe sie jetzt natürlich hin, wo sie hingehört. Den würde ich auch noch ein bisschen weiter vorziehen, aber das muss ja jetzt nicht gleich sein. Erstmal leben, oder, mein Diggerle? Ey, yo. Das Diggerle nehme ich zurück. Passiert nie wieder. Entschuldigung. Was hast denn du alles im Kofferraum? Ja, da ist sie. Hallale. Paula, klar, der zweithöchste Scorpi. Aber sofort merkt, dass einer fehlt wenigstens, ne? Die kleine Armee. Ah ja, meine Liebe, jetzt gruschen wir noch ein bisschen rum. Ich werde die ersten Dinger beladen. Ich weiß noch gar nicht, mit was wir anfangen sollen. Ich würde sagen, dass wir mit dem Holz anfangen. Das kann ich nämlich hier rein. Oh, Legumio, du hast auch schon wieder alles hier. Pass mal auf, Digga, das geht so nicht. Du kriegst die Bärchen von mir aus. Du bist ein Farmtier. So würde ich sagen. Und ich lade in dich Holz, Stroh, weil der kann, der hat ja eine Komprimierung, gell? Der hat eine Komprimierung gehabt, deswegen Holz. Da ist egal. Kämpfer, Smithy, hier war das Hauptholz drin. Dann hätte ich überlegt, dass wir vielleicht mit ihm auch noch das Strohgler rausholen. Auch hier raus. Und das sollte erstmal alles sein. Jetzt pass mal auf, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Wenn ich dir dafür Stein reinmache, dann könnte man oben das eine Ding schon mal leer machen. Aber das packt er ja, ne? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Bisschen was zusammen, Rest mache ich dann, ne? Ihr kommt natürlich alle rüber. Ihr bleibt, obwohl, denen können wir eigentlich das Haus überlassen hier. Außer er. Er muss dann nachher da raus. Er passt da nicht mehr dazu. Der braucht eigenes Blitzle. Ach ja, da hatte ich ja noch das Zeug drin. Aber, wenn ich das richtig sehe, kann ich das alles tragen, ne? Bauplan Kanusattel, den räumen wir natürlich drüben aus. Ah, scheiße. Ach so, das ist so viel Stein noch. Das hat er nicht gewusst. Alles klar. Dann hau ich den kurz hier rüber. Fup, fup. Fup. Fup, fup. So, meine Lieben, das erste Tool können wir zusammen abbauen. Schön. Dann ist das erledigt. Das muss ich dann natürlich rüberschleifen hier. Das ist alles ziemlich viel Zeug. Macht aber nichts. Schön. So, machen wir das. Haben wir eine wunderschöne Runde gehabt. Morgen werde ich natürlich dann das Zeugs drüben schon mal haben. Kann ich dir nicht noch den restlichen Stein rein? Du hast doch noch Platz ohne Ende. Wieso hast du denn den nicht gezogen? So, siehst du? Dann schnapp ich dich, der Kollege Biber. Und dann gehen wir zusammen durch die Allee. Lumlilum. Das ist der absolute Traum. Schönes Spinosammer, Leute. Ich würde noch reinzüchten, glaube ich. Die kommen ja später auch zum Teil runter. Ein Fluss Baryonyx will ich noch haben. Auf jeden Fall in dem Spielstand, habe ich mir überlegt. Und was ich noch nicht ganz weiß, ist, wie ich das mit dem Außenbereich mache für die Tiere hier. Kommt erstmal rein. Der Kollege auch bitte. Dödi. Wo macht man denn den hin? Weil draußen soll ja ein Teil Brauerei werden. Hier wäre die Küche. Die Anlieferung wäre eigentlich da hinten, ne? Ich ziehe sie mal gerade noch ein Stück her. Ja, der Biber hängt fest. Stopp. Lieber kleiner Bibo. Ich bin zu schwer für dich, gell? Hummerdingt. Hummerdingt. Kurzer Moment. Ich hab's gleich, meine Lieben. Ich hab's wirklich gleich. Der glitscht da gerade an dem Wasser rum. Das gefällt mir gar nicht. Sieht nicht so aus, als ob ich ihn so rauskriege, ne? Jetzt haben wir einen Laufweg. Dann komm hier rüber, da sollst du ja eigentlich sowieso hin. Jetzt ist gut. Alter, ich habe schon gedacht, ich habe ihn jetzt verloren, ne? Guck mal, wenn wir hier ja hauptsächlich auch Werkstatt haben. Möglicherweise kann es sein, dass ich den Grinder tatsächlich hier hinstelle, dass wir uns da noch was aufbauen, dass es so ein Werkstattbereich wird. Dann haben wir hier Brut und Zucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir den Bereich, guck mal, hier ist nämlich auch eine Tür, dass wir hier die Farmtiere hinstellen. Da muss ich noch zumachen ordentlich, dass wir hier die Farmtiere hinstellen, kleiner Übergang schaffen zum jugendlichen Bereich, wo die Jugendlichen dann rumhopfen werden. Dann geht es hier raus in unseren Bienen,
Bereich. Kann auch sein, dass ich die Schnecken hier dazu mache und mit Bäumen und so von der Ekomotte ein bisschen ausziehe. Muss ich mir mal anschauen. So, jetzt haben wir das erste Zeugs drüben. Ist das nicht geil? Wie baue ich denn das auf? Weiß ich noch nicht. Ich will jetzt erstmal noch die anderen Tiere hier versorgen. Du bleibst ja hier, haben wir gesagt, gell? Komm mal mit, ich will euch hier drin haben, nämlich eigentlich alle vier erstmal. Kommt er oder hängt er blöd fest? Ich glaube, der hängt blöd fest. Nee, bisschen. Oder vielleicht tatsächlich hier mit rein. Aber so, dass man dich auch sieht. So, dass man dich sieht. Ja, hier zum Kollege dazu. Stopp. Sehr schön. Und der nächste raus. Gott, haben wir da jetzt schöne. Alles klar, meine Lieben, dann mache ich an der Stelle Schluss. Ihr seht schon, jetzt geht es nur noch ums Gruscheln und ums Rumeiern. Hier muss noch ein Tor rein. Und auf der Ebene vom großen Tor, ne, da wo jetzt das Fadenkreuz gerade ist, da wird die Lauffläche sein für unseren Darkroom, sage ich jetzt mal. Und wir müssen natürlich auch in den Darkroom reinkommen. Und ich wollte ja eigentlich von hier aus bis zum Dach vom Turm noch eine Wendeltreppe ziehen. Und die wird wahrscheinlich auf der Höhe hier sein. Und da habe ich mir überlegt, da wir ja hier in einem mystischen Bereich sind, lass mich mal ganz kurz was gucken. Bleibt mal noch kurz dran. Kommando zurück. Wir machen doch nicht Schluss. In der Mitte habe ich dann später die Cryopods drin. Hier würde ich jetzt schon mal mein Gemüse. Machen wir mal unser Zehmgemüse, Zehmfleisch in den linken Bereich. Und, oh ja, und die Sockel bauen wir vielleicht morgen. Ich jetzt hier noch was? Ich meine, das sind ja alles Sachen, die brauchst du jetzt hier nicht. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Dich nicht, das kann alles spoilen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Pilze, bei Pilzen weiß ich nicht, die mache ich jetzt mal mit rüber. Genauso wie die hier, sind ja auch Zehmpilze. Und, Rest ist Wurscht und die Aquapilze. Lass mich mal kurz was gucken. Wie viel Gewicht habe ich jetzt momentan noch möglich? Ich wiege 184. Dann wäre es jetzt nicht schlecht, wenn wir. Wir hatten jetzt gerade die Ceilings gehabt. Warst du das? Ich will was probieren. Nö. Ich habe doch Ceilings gesehen. Habe ich nicht gerade in irgendein Tier reingeguckt und habe da 40 Ceilings liegen sehen? Nee. Das ist zwar nicht das, was ich meine, aber das können wir auch trotzdem hier probieren. So, komm mal her. Und zwar möchte ich von hier aus gerne in die Mitte kommen. Die Frage ist nur, ob ich das von hier aus machen will. Mit einem Zweierlaufsteg. Müssen wir gucken, wie wir unten rauskommen. Dass wir von hier aus dann die Wendeltreppe nach oben ziehen. Müssen wir allerdings schauen, wie das jetzt hier wirkt. Entweder mit einem Zweiersteg oder vielleicht eher ein bisschen filigraner mit einem Einser. Ne, weil die Deckenhöhe ist trotzdem noch gut. Da können wir schöne Leuchten hinhängen. Die Deckenhöhe ist super, durch das, dass wir drei gemacht haben. Und dann würde ich von da aus versuchen, die Mitte anzugehen von allen vier Richtungen. Wendeltreppe hoch in den Dunkelraum, Wendeltreppe weiter hoch aufs Dach. Wo dann die Drachen wahrscheinlich irgendwann sitzen werden. So, meine Lieben, jetzt mache ich aus. Ich räume jetzt unsere komplette Werkstatt hier rüber, also alle Materialien, das drüben frei ist. Und dann könnten wir eigentlich Gemüsekuchen machen, oder? Lass mich mal ganz kurz gucken. Dann können wir die Schnecken vielleicht die Tage holen. Dann können die schon mal produzieren. Den muss ich nochmal neu setzen, glaube ich. Konsumgüter, Gemüse, Kuchen. Fasern ist kein Problem, Harz ist kein Problem, Honig ist kein Problem, haben wir alles. Stimulantien muss ich ein paar herstellen. Bereite ich vor und dann gehen wir uns die Schnecken holen. So, meine Lieben, bis morgen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.